News tut es, der Kurier tut es und Österreich tut es auch. Sie alle nutzen eine österreichische Werbeinnovation namens Content-Driven Advertising, die sich gerade aufmacht, mit hohem Engagement und niedrigen Abbruchraten den Medienhäusern den schmerzlichen Verlust der KMU-Kundschaft zu kompensieren. Doch was ist dieses Content-Driven Advertising eigentlich? Wir haben bei Lukas Scherf von Content Garden nachgefragt. Mit Content-Driven Advertising haben wir eine Möglichkeit entwickelt für den Markt, um an Zielgruppen effizient heranzukommen. Das heißt, wenn du jetzt auf die News.at zum Beispiel als Startseite gehst, kann aber auch der Kurier oder eine Österreich sein, ganz egal, wo wir auch vertreten sind, dann sind dort redaktionelle Teaser von uns untergebracht. Nutzen wirklich Bestandsinhalt, zum Beispiel könnte von der APA kommen, das ist noch von uns Partner, und bauen dort ein Content-Umfeld zur Thematik auf. Das heißt, du kommst jetzt in diesen redaktionellen Artikel und das Schöne ist, nachdem wir das Umfeld technisch aussteuern, können wir natürlich Störer auch ein bisschen entfernen. Das heißt, was verstehe ich jetzt unter Störer? Man kennt es eh, auf den Newsportalen ist sehr, sehr viel Related Stories oder mehr aus dem Web. Das heißt, sehr, sehr viele nicht wirklich zum Thema dazugehörige Artikel davon werden ausgespielt. Die nehmen wir raus. Warum nehmen wir die raus? Der User soll sich mit zwei Dingen beschäftigen. Mit dem Inhalt, der soll sich zu seinem Thema beschäftigen und sollte das Thema aufnehmen. Und der Werbekunde muss exklusiv da drinnen vertreten sein. Was der Kunde bekommt, ist eigentlich das perfekte Umfeld mit Bedarfsentwicklung für sein Produkt. Österreich ist zum Beispiel ein klassisches KMU-Land. Das heißt, 60% der Wirtschaftsleistung werden von den kleinen und mittleren Unternehmen erwirtschaftet, die aber, wenn man ehrlich den Markt betrachtet, nicht bei uns im Online-Advertising was tun. Das heißt, die sind alle bei den großen Suchmaschinen, weil die für sie das perfekte Produkt anbieten. Dort kannst du den Bedarf, den es gibt, perfekt abdecken. Das heißt, jemand sucht nach was und der findet danach. Und dort kommt der passende Werber mit ins Spiel. Wenn man sich aber anschaut, wer im Online-Advertising die letzten 10 Jahre wirklich Kampagnen schaltet, sind das meistens dieselben Player. Das sind die Telekommunikationsunternehmen, die Banken, die Autohersteller, in Wirklichkeit all diejenigen, die ein bisschen auf den Streuverlust verzichten und die große Masse mit Branding-Maßnahmen ansprechen. Und da haben wir uns gedacht, hey, es muss auch mal wieder was her, wo man auch den kleinen, mittelständischen Unternehmen, aber auch den großen Brands mit ihren Spezialprodukten, auch die haben Probleme, die Produkte wirklich sinnvoll in Mediapläne einzupacken, weil wo finde ich die richtigen Zielgruppen? Und da haben wir gesagt, eigentlich das, was die Suchmaschinen so perfekt können, können wir auch. Das heißt, wir können auch klein, granulare Umfelder erstellen, aber über die Reichweiten. Die Publisher der ersten Stunde waren eine News-Verlagsgruppe, die Österreich, auch eine Purpur-Vermarktungsgruppe, der Kurier, mittlerweile auch die NÖN oder die Russmedia. Wie gesagt, aber die Liste wird stetig länger. Also wir sind da wirklich auf der Suche, vor allem nach Newsportalen, weil die haben meistens die tollen Reichweiten und haben auch diese redaktionellen Umfelder, die wir benötigen. Wenn Sie noch mehr zum dahinterliegenden Geschäftsmodell, den Erfindern und der technischen Umsetzung wissen möchten, dann greifen Sie zum kommenden Medienmanager, der am 20. Oktober erscheint.